und willkommen zurück zur fünften Folge von Let's Play Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Endlich zu 64. Zweit. Endlich zu zweit allerdings. Der Micha hat seinen Bogen und ist glücklich. Ich bin der Junge mit dem Schwert. Ich nehme jetzt aber mal die Axt gleich. Auf dem Super Nintendo 64. Das war jetzt der Test. Oh ja, Kampfaxt. Wir müssen nach Norden. Ich nehme jetzt aber die Axt auch nur, bis sie Level 2 hat. Level 1 hat. Boah, ich mach nur 11 Damage. Ja, wir müssen dich jetzt großziehen ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob ich auch Erfahrung bekomme, wenn du die killst, aber mach mal du jetzt deine Kills hier. Ups, sorry. Wah, wah, wah. Ich weiß gar nicht, was du für Probleme mit dem Controller hast. Wir mussten jetzt einen Controller-Austausch machen, weil der Micha mit dem SN ProPad 6 Digital Processing nicht klargekommen ist. Jetzt habe ich ihm den Original Super Nintendo Controller gegeben. Jetzt nehme ich den für Möbel hier. Achso, wir wollen ja dich killen lassen. Ist doch egal. Warum ist... Ach, bei dir ist oben die 2, weil du Spieler 2 bist. Ah. Ach so. Kommst du da hin? Ja, du kommst da hin. Kommst du da bestimmt auch hin? Ja, warte. Auch mit der Axt. Ja, wenn du den anderen, genau. Boah, wie macht. Ich mach selbst mit Boomerang so viel Damage. Ja, da wird das Spielerlevel schon einiges auch mit ausmachen vom Schadengrundwert her. Dass sie die so low einsteigen lassen. Lilly erreicht Level 2. Vielleicht geht das Ganze dann ein bisschen fixen. Sorry. Ich hole dir runter. Wow! Den Satz nehme ich zurück, Alter. The fuck is wrong? Komm jetzt, bash ihn! Yeah, buddy! Gesundheit! Gesundheit! Danke. Das wollte ich dir noch sagen, bei Let's Plays am besten nicht ins Mikro niesen, rülpsen, furzen oder brechen. Nee, du hast dich ja weggedreht und zur Not kann ich das ein bisschen leiser machen oder rausschneiden. Was ich jetzt ein bisschen vermisse, ist so ein Taunt-Knopf, dass ich quasi so einfach nur irgendwelche Gesten auf die Gegner machen kann. Jetzt verarschen. Die vor allem noch voll die süßen Herzchen eigentlich hat, als bin noch gar nicht auf. Steht so, du sagst. Oh, ich hänge, geh halt! Mann! Da rennt er alles nach oben. Kann man echt nur so wenig auseinander. Ja, ja. Deswegen kann das mit der KI etwas nervig teilweise werden. Und das Rennen ist quasi auch absolut wertlos in dem Spiel. Oh, das sind gute Blumen. Das ist ein feindlicher Priester. Du weißt schon, dass du dich gerade dem Hexenmädchen näherst. Na dann viel Spaß. Vielleicht triffst du ja auf das Mädchen, das da gerade reingegangen ist. Da ist noch eine böse Blume. Sehr gut, ey. War kritischer. Du kannst die kaputt machen, ich nicht. Und genau deswegen brauchen wir jetzt die Axt fürs Hexenmädchen. Oh, ich glaube, das waren Dornen, da kann ich gar nicht so hinlaufen, oder? Boah, der will zurückschießen. Wah! Lilly erreicht Level 3. Geht aber echt fix. Ja, ist auch gut so. Du brauchst noch ordentliche Energie. Wobei, gleich haben wir denselben Amount of Energy, Alter. Mach nur ein Damage, Alter. Nee, gib mir mal.
Für diese Blumen haben wir die Axt gebraucht. Wenn wir, genau so war das mit dem Mädchen, da wären wir gar nicht weitergekommen an den Dingern. Und dann sagt sie, sie bleibt jetzt bei einem oder sie... 17 Damage, Alter. Wir machen mehr Damage an mich, wie ich an ihnen. Ja, ist ja klar. Haben wir Bonbons gekauft, als wir das Dorf verlassen haben? Nee, ne? Ich habe nur einen benutzt. Achso, jetzt haben wir noch drei Stück. Lilly. Yeah. Und ich bin aufgestiegen am Level und bin gleich mal voll kalt. Das ist doch auch gut. Der Bronn, Alter. Ich fass es nicht. Ach gut, da wäre ja nochmal der Wucherkader. Yeah! Ja, das ist ja gut, dass du gleich hier aufsteigst. Ablenken ein bisschen. Holy shit, man, mach ihn kaputt. Er macht die Linie kaputt. Solange er damit beschäftigt ist, irgendwie zu mir zu kommen, was er nicht schaffen kann. Oder dumm ist. Aber ich weiß nicht, habe ich jetzt vorhin den Gegner gekillt? Dann muss man am Pommen, ja. Lass mich hier bitte raus auch. Oh, sorry. Selbst an den Plätzen, ja, ja. Kauf gleich 2 Bonbons. Geil, was der Wichser verlangt. Schokolade. Die Erdnuss ist bestimmt im Mangel. Nicht Erdnuss. Ja, Walnuss, ne? Mhm. 1000! Wow. Heilkräuter. Was ist denn, was macht ein Fass? Das Stirnband habe ich. Haarschleife ist fürs Mädchen, das hast du ausgerüstet, den Hut. Schokolade halt, denke ich, noch mehr. Kaufen wir mal 2, oder? Na, eine, der ist schon mal teuer. Noch etwas speichern. Speichern ist wichtig, Mila. Die Ebony. Ja. Mua. Mua. Hexenwelche. So. Das wären ewig viele Teile, kann das sein? Weil das Game geht doch ewig. Folgen? Das können ziemlich viele Folgen werden. Ich sage ja, 2020 sind wir auf jeden Fall fertig dann. Willst du noch einen Bonbon? Sollen wir noch einen kaufen? Nee. Hilfe! Wow, Werwölfe! Das sind doch keine Werwölfe, das sind Füchse. Ich brauche Hilfe! Werfüchse? Du bist tot. Ich kann sogar dich heilen. Ja, ja. Ich sage ja, wenn einer auf dem Boden liegt, dann muss ihn halt der andere heilen. Neumond-Aura. Der heilt sich ja auch! Komm jetzt! Du musst ja da gescheite Waffe nehmen, Alter. 2 Hits und ich bin halt tot, ne? Sag mal! Lieber am Bomben, Junge. Du musst da rein. Jetzt zähl ich dich auch noch mit der Pick. Einer geht noch. Wir müssen uns auf einen erstmal einigen. Yeah, Heilung. Jetzt heilt er sein Buddy, Alter. Einen Hammer. Genau, jetzt du, jetzt ich, jetzt wieder du. Ho! Hat nicht gezählt, meine. Ja,
Das ist nicht kaputt. Du aber auch nicht. Bron, yeah. Oh, wie süß, darf ich mal streicheln? Hey, lass das, blöde Kuh. Hey, Bron, hilf mir. Die befummelt mich. Danke, dann können Sie weitergehen. Weitergehen? Ja, wir müssen Haken aus dem Schloss der Hexe holen. Sag's nicht, der dicke Haken bekommt einen verkleinerten Magen. Warum wir? Soll ich da nur allein hingehen? Du musst mir helfen. Nun, ich... Also... Bist du ein Mann oder eine Memme? Jetzt komm schon. Ich heiße Bron. Okay, Bron. Und ich heiße... Gib dem Mädchen einen Namen. Komm, das ist die Uschi. Nina Uschi? Doppelname? Okay, wenn du unbedingt Nina haben willst. Mach mal Nuschi. Ich weiß nicht, wie viele Zeichen wir haben. Nuschi hat 7 Zeichen, das ist aber wohl ein Kind. Oh, Nuschi können wir nicht machen, Micha. 6. Nuschi geht nicht. Das geht nicht. Was machen wir? Uschi? Nee. Ische? Wie du willst. Aisha. Aisha, komm, wir nennen sie Aisha. Da freue ich mich dann auf den Griechen. Oh Mann, ich ja. Ich kann nichts anderes mehr denken. Ich merk schon. Aisha. Schreibt man es mit SH oder SCH? SCH, oder? So die deutsche Version zumindest. Aisha oder Aisha? Aisha. Aisha. Okay, dann heiße ich Aisha. Aisha schließt sich an. Das wird das bescheuerste Let's Play, das ich jemals gemacht habe, ey. Mit dem Bron und der Aisha, Alter. Die hat... Ach nein, die ist okay. Zeiger! Was wollen wir ihr denn geben? Egal. Boah, die hat einen Schlagring. Sollte sie den behalten? Die kriegt was, das mehr Schaden macht. Na, die kriegt die Lanze, ich sehe schon. Ja. Aber müssen wir halt aufpassen, ne? Weil die ist halt jetzt in übelster Gefahr. Ach nee, warte mal. Sorry, das dauert jetzt. Das... Müssen wir dir ein Ziel geben jedes Mal oder müssen wir. Weiß verhalten, nicht. Verhalten. Komm, offensiv. Offensiv und ein bisschen mehr Forsch, oder? Dass er nach vorne geht. Ne? Bestimme den Unfall. Angriffslevel. Achso, da könnte man sie sogar aufpowern lassen, die Waffe. Ja. Guck her, wie sie zukaut hat. Yeah, yeah. So, und für diese Statuen da unten. Gehen wir nach rechts erst noch. Bitte. Achso. Na, dann gehen wir doch erst nach links. Aua. Dafür habe ich... Oh. Ich glaube, dafür brauchen wir die Axt jetzt. Aisha erreicht Level 2. Hast du es gesehen? Achso, jetzt ist halt die Frage. Ja, warte mal, hier kommen wir doch bestimmt beim Schloss raus, oder? Das Spiel ist ja wohl absolute Pflicht, oder? Wenn man Super Nintendo hat und es noch nicht gespielt hat. Drauf, jawohl. So, schieß. Ich weiß, das nervt dich immer, aber dann... Ich will ja ein bisschen mitmischen können, verstehst? Ach. Jetzt ist der Scheiß an dem Controller, ne? Der killt mich. Die Nina blockt. Die Nina. Das ist doch die Aisha! Die Nina sagte. Vielleicht.
Vielleicht sollten wir jetzt so tun, als hätten wir sie Nina genannt für den Rest des Spiels, oder? Also ist egal, wer es killt. Level kriegen wir alle. Okay. Ja, jetzt können wir das nochmal aufmachen, ne, Bro? Was denn? Die Blume da unten. I beg to differ. Oh. Scheiße. Das müsste aber mit dem Schwert eigentlich auch gehen, oder? Stimmt. Aber die Axt macht... Nee, das Schwert macht mehr Schaden. Holy! Wir müssen halt gucken, dass wir deine Waffe so bald wie möglich upgraden können, ne? Dass die dann doch mehr Schaden macht noch. Da kommen wir. Nee. Wir kommen von der Treppe. What? Na, das meine ich aber auch, ey. Ich bin gezappelt! Ich sei ja cool. Oh, du bist tot. Bist du jetzt sie? Ich bin jetzt automatisch sie geworden. Der heilt sich schon wieder. Was machen wir denn jetzt? Wir hoffen, dass wir bald schlagen können. Ach, guck her, jetzt haben wir hier den Weg frei gemacht für den anderen Teleportpunkt. Ja, so ein, immer lieber ein Bomben. Ja, so ein Kraftding haben wir ja nicht, ne? Wir könnten das Seil benutzen. Jetzt hält es Nina weiter und dann schaffen wir das in der Eische, bitte, ja? Sorry, warum denke ich jetzt immer zu Nina, Mann? Das ist jahrelang, wurdest du auf den Namen Nina geeicht fürs Mädchen. Scheiße, ne? Zählen die Schläge trotzdem, wenn man sie vorher haut? Jetzt schaut mal. Ja, teilweise sind sie dann zeitverzögert, ja. Hätte ich doch nichts nehmen müssen. Bist du tot? Ne. Nee, was ist los? Jetzt kriegst du deinen noch einen. So, geh mir. Müssen wir jetzt hier rein, ne? Ich hab doch keine Ahnung. Ja. Ah! Aber irgendwie nett. Ist aber nicht der Anfang, oder? Doch, doch. Erstmal speichern. Ja, ich hätte ja gedacht, vielleicht belebt er uns wieder. Weil der Trank zum Wiederbeleben, der ist zu teuer, oder? Ja, kostet halt 150. Ich denke vielleicht 300. Ach so, ne? Ach so, ne? Ich hab gedacht, das kostet auch 1000 oder so. Nee, nee. 150 bei normal. Hm. Und jetzt? Dann noch massig Bonbons und dann passt es, dann gehen wir weiter. Naja, wir müssen eigentlich schon ein bisschen sparsam sein. Weil ich habe nicht vor, wenn du in 2-3 Wochen mal wieder zum Weiterzocken kommst, dazwischen 10 Stunden zu investieren, nur dass wir genug Geld haben, um weiterzuspielen. Für was brauchen wir denn Geld? Na, für Waffen und alles. Waffen finden wir. Wiedersehen. Da belebt dein Typen, oder? Dann pass er wegen auf. Lass gleich die Nina heilen und dann noch ein Bonbon kaufen. Wobei, die kriegt schnell Level. Die lassen wir schon mal. Noch so zu Elektros wechseln. So, warte. Okay. Aber hier, nee, warte mal.
Wir müssen einen anderen Teleporter, wo wir vorhin schon mal waren. Ja, wo geht's denn da hin? Nicht vom... Keine Ahnung. Ich hätte eigentlich gedacht, schon von ihm aus. Jetzt nach links und dann... Nee, vom Endgegner aus, denke ich. Endgegner aus? Ja, da wo halt die Bäre ist, immer. Wo wir dann die Statuen kaputt gekauft haben. Genau hier, was? Hier müssen wir mal. No! No! Nimm das Mädchen, Alter, und verkloppt das Vieh. Das ist jetzt halt auch schon Lanze Level 1. Ja, ein bisschen putzen vielleicht, Alter. Machen wir dann gucken. Ich hätte gesagt, das wird keinen machen. Also zumindest sie muss keinen machen, weil ich eben nicht wirklich was groß essen will. Und dann hat sie gesagt, sie macht eher auf die App. Hm, stimmt. Hat sie mir erzählt. Dass sie nur einmal set. Sich aufs Wochenende Leute auf die Augen kriegt. Und wenn wir uns heute alle so voll hungrig aufs Essen machen. Ohne Mist, ey. So, hier müssen wir wohl eine Brücke oder sowas bauen. Naja, so ein Enderhaken oder so. Aber mit dem Seil kann man nichts machen. Nee, das Seil ist wirklich nur für Escape da, denke ich. Dann lässt du das mit Pokémon verwechseln, ne? Weil da war Fluchtseil. Ja, in vielen Rollenspielen gibt es das Fluchtseil. Rade ist erledigt. Eiche ist Level 5. War schon mal klug, sind jetzt also fast höher wie ich. Ja. Die ersten Level klingen sie ja wohl sauschnell. Naja, es gibt halt jeder Gegner, jeder neue Gegner gibt mehr XP quasi. Jeder Gegnertyp, der neu ist. Und ihr kriegt natürlich viel mehr dann. Ihr kriegt für einen solchen Kill vielleicht 5-6 mal so viel wie am Anfang für eine Pogo pushen. Deswegen geht es jetzt im Moment sehr schnell. Ja. Aber die ist ja jetzt schon so, warte mal, jetzt kommt ja auch schon Level 5, als sie noch Level 1 war. Also. Siehst du, manchmal zählt das einfach nicht der Schaden. Oh, gibt's hier nicht noch einen Speicherpunkt? Okay, nur Speicher. Ja, mir geht's nicht darum, dass ich alle 5 Minuten speichern muss. Mir geht's darum, dass ich nicht, wenn ich doch mal sterbe und laden muss, eine halbe Stunde spiele. Verstehste? Verstehste? Links erst bitte. Rechts ist ein Gegner. Dann will ich erstmal gucken, was links ist. Gegner. Sackgasse. Achso. Kannst du schon Magie nutzen eigentlich? Nee, ne? Bestimmt nicht. Wie denn? Das wäre, denke ich, yes. Ne, das wäre schon ein extra Kreismenü. Guck mal bei der Eiche. So Level auch dann Zauber. Magie. Okay, hab da noch nichts. Wirklich erst außenrum. Nee, doch egal. Oh nee. ...41 Schaden! Haben wir noch irgendwas zum Ausrüsten für die Nina? Nee. Außerdem heißt sie Eiche. Sorry. Du hättest nie Nina sagen sollen, Mann. Nein, die hieß halt immer Nina, bis du dann gesagt hast, Eiche. Oh, 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 no. Brauchen wir eh nicht. Coming down.
Oh nein! Beschütze mich! Ich bin gezappelt! Oh nein. 26 macht er auch. Holy shit. So eine letzte Bombe. Mhm. Für mehr Rüstung, wie wir können, sehen. Ich habe vor allem Waffen, die Schaden machen, im Gegensatz zu dir ausgerüstet. Oh no. Ich hoffe, dass ich jetzt schneller ein neues Level kriege. Yes, gut. Wir müssen halt die Eiche irgendwie. Ich glaube, es gab ein Dorf. Oder irgendwo gab es was, da konnte man die umbenennen für Gold. Vielleicht sollten wir sie, wenn ich mich richtig erinnere, das einfach machen. Ganz viel Schokolade und so nehmen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch. Ja, halt du mich mal. Hä? Hey. Jetzt haben wir trotzdem noch drei Bomben. Ja, ist doch egal. Selbst macht eins überhaupt Schaden oder bin ich so? Ja, dann bringt's nichts aus. Festhalten. Double kill. That's Schlag. Oh fuck. Warum aktivierst du eigentlich den nächsten, wenn wir noch nicht den einen besiegt haben? Gut, der ist da. Lass den abusen. Der oben links ist auch einer, der sich verwandelt, dann, gell? Der Zappelhocker! Achso, ich hab gedacht, du schießt nochmal. Da wollte ich. Muss wieder einen Bomben nehmen. Die arme Eiche kriegt jetzt überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr im Moment, ne? Aber was wollen wir machen? Oh nein, 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 nein! Renn doch weg. Das geht ja immer schnell, ich bin erst immer gelähmt und dann kann ich laufen. Ich kann nicht den Fahrrad nicht an. Und jetzt? Nimm einen Bomber. Ja, das ist auf jeden Fall, aber. Ich muss halt da wegen zu mir. Oh Leute, ich sehe es auch, es ist am Scheitern die Folge. Oh. Das ist auch so ein Vieh. Das ist halt das Gemeine, ne? Du kriegst dann immer noch die Folgetreffer ab. Schoko, hat er einen Bonbon. Ich will jetzt halt auch nicht komplett durchrennen, ohne was zu machen, ne? That's the problem. Das Problem ist, wenn noch ein Endgegner kommt, dann war's das. Der kommt definitiv noch ein Endgegner, die Hexe, Mann.
Ja, aber vielleicht kann man vorher nochmal... Ach, hier können wir bestimmt nochmal speichern und so, ne? Ja, hab ich ja einen Kopf. Ja, gut. Nochmal ordentlich Geld ausgeben. Er gehört zu Hagen. Hagen? Wo ist denn Hagen? Meinst du vielleicht den Hagen? Gut. Wie hast du das nur erraten? Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Hagen ist ein großer Gefahr. Die Hexe hat ihn sicher in ihrer Gewalt. Wenn du wirklich zur bösen Hexe, dann geht wieder nach oben. Ihr müsst zu dritt auf dem Schalter stehen. Schalter? Okay, dann lass uns nach oben gehen. Hallo? Medic? Also volle Bomben, volle Schokolade, man weiß schon. Braucht ihr etwas? Das war teuer, 600 allein zum Wiederbeleben. Ja. Schleife fürs kleine Ding. Nein. 1, 2, 3, 4. Auch Honig gibt's jetzt auch schon. Ja, aber es ist doch gut. Wir haben den Speicherpunkt. Wir sind kurz vor der Hexe. Es tut mir leid, dass wir jetzt einen kleinen Cliffhanger machen. Notfalls müssen wir halt noch ein bisschen für Gold grinden. Ich speichere jetzt noch. Ihr seht in der nächsten Folge, was machen wir mit der Hexe? Ja, ja, grinden können wir zur Not jetzt. Das ist ja gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Oben rechts geht's zur nächsten Folge. Unten links könnt ihr uns abonnieren. Und oben rechts, unten rechts geht's natürlich zur Playlist. Bleibt anständig. Macht keine Dummheiten. Macht heute jemanden glücklich. Oder irgendwem eine Freude. Macht's gut. Ciao. Sag ciao. Ciao.